Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Video rund um Naruto Tuburoto Shinobi Striker. Ein kurzes Unboxing, keine großartige Sache, denn ja, ich habe selbstverständlich die Uzumaki-Version mir geholt. Ist heute auch, oder gestern, ihr seht dieses Video wahrscheinlich am Samstag, ist auch endlich von Amazon geliefert worden. Das heißt, ich werde heute mir das Spiel ein bisschen angucken und in diesem Video packen wir aus, wir besprechen darüber, was ist da eigentlich mit dabei, wie gut ist die Qualität und warum habe ich mir dieses Spiel gekauft. Vielleicht folgt der ein oder andere von euch mir ja nicht auf Twitter, dann hat ihr vielleicht nicht ganz mitbekommen, denn dieses Spiel ist etwas, wo ich gesagt habe, dass ich es mir wahrscheinlich nicht kaufe. Ich habe aber sehr viel Feedback von der Community bekommen und das wird mehr oder weniger ein kleines Community-Projekt. Und wir fangen aber erstmal mit dem Unboxing an und dann reden wir darüber, was eigentlich im Shinobi Striker bei mir auf dem Kanal kommen wird und was mein Ziel mit diesem Spiel eigentlich ist. Also ich packe es jetzt einfach mal auf. Shinobi Striker. Vorderer, ein bisschen bis hoch. Also wir sehen hier Naruto und Boruto. Ist an sich ganz nett gemacht. Was ist da eigentlich mit dabei? Wir haben einmal das volle Spiel. Wir haben den Season Pass. Der ist bei dieser Edition dabei. Zum Glück nicht so bei Xenoverse 2 oder Dragon Ball Fighters, wo ich die Collector's Edition kaufe und da ist noch nicht mehr der Season Pass dabei. Die ist hier auf jeden Fall dabei. Da ist noch ein Bonus dabei, wo ich noch nicht mal genau weiß, was dieser Bonus ist. Ich habe von Amazon schon meinen Code bekommen. Das heißt, ich brauche es einfach nur online aktivieren und vielleicht werde ich das dann in einem anderen Video mir genauer vorstellen. Und es ist eine Naruto 7. Hokage Statue mit Boruto mit am Start, 19 cm hoch. Und ihr wisst ja, wenn ich mir schon sowas kaufe, dann hole ich mir gleich so eine Collector's Edition, weil ich sammle Figuren und so eine Figur passt immer ganz gut. Ich habe auch ein paar Figuren von der Gamescom mitgenommen, dazu werde ich wahrscheinlich noch ein getrenntes Video machen. Also, jetzt ein bisschen das Mikro ein bisschen höher, damit ich da nicht ständig gegenknalle. Und wo machen wir sie dich am besten auf? Hier. Okay, also, gerade aufgemacht. Als allererstes haben wir die PS4-Version von Naruto Tuburoto Shinobi Striker. Die kann jeder von euch auch einzeln kaufen. Das Ganze hat, glaube ich, auch 110 Euro gekostet. Also für eine Collector's Edition nicht super günstig, aber auch nicht die teuerste, die ich jemals gekauft habe. Dann haben wir hier direkt die Box, wo die Figur sehr wahrscheinlich drin sein wird. Das ist, oh, Banpresto. Also das ist die Figurbox. Nichts dran draußen dran, nur Shinobi Striker. Es steht aber Banpresto oben drauf. Ist auch ein bisschen zugeklebt. Ich habe jetzt natürlich keine Schere hier. Das heißt, wir werden das einfach mal kurz mit meinem vor kurzem geschnittenen Fingernägeln machen. Deswegen ist auch super einfach ist, wenn die gerade so kurz sind. Aber egal. Das kriegen wir auch noch hin. Komm her. Oh, wie ich das hasse. Ich hätte eine Schere bereitstellen sollen. Ich schneide mal halt einen Tesafilm dann kurz ein bisschen an der Ecke an und dann war's das. Damit macht man die Box nicht kaputt und hat ein bisschen weniger Stress mit so einem kleinen Stück Tesafilm, der mir jetzt hier auf den Sack gehen möchte und nicht gerissen ist. So, jetzt aber. Danke. So, machen wir die Box auf. Oder auch nicht, denn da sind links und rechts auch noch Tesafilme. Wartet mal einen Moment. Ah. Ja. Bin zum Glück an meinem Arbeitszimmer. Schere. So, links und rechts, das einfach mal einmal weg und weg. Ungeschnitten und live, wie Figuren halt nun mal ausgepackt werden. Und da haben wir das schon. Okay, nice eingepackt. Ich glaube, hier muss man ein bisschen was zusammenbauen. Yep, sieht so aus. Also, wir haben Boden. Wir haben eine Menge Pappe, die kein Mensch braucht. Das kommt wieder in die Ecke. Ich schmeiße mal Pfeife ist immer in die Ecke und hole es mir dann. Naruto, ich zeige es gleich ein bisschen genauer. Und Boruto, der kann auch weg, den mag sowieso keiner. Wobei ich muss sagen, ich bin aktuell nicht up to date. Ich habe das Ganze, glaube ich, nur bis Folge 6 oder 7 gesehen und dann dachte ich mir so, sprich mich jetzt nicht so an. Also, drei getrennte Teile mit ein bisschen Plastik drumherum. Qualität sieht auf den ersten Blick schon mal ganz gut aus. Ich reiße das mal eben auf. Also, hier haben wir den einzelnen jungen Mann Boruto. Ich hoffe, das ist, fokussiert auch. Schön mit einer Tasche hinten. Sieht an sich ganz nice aus, ist gut verarbeitet. Ja, kaum zu verbiegen, das ist auch gut. Es gibt auch diese Figuren, die so aus dem Plastik gemacht sind, der nicht richtig fest ist. Und die kann man halt so ein bisschen hin und her verbiegen. Und dann mit der Zeit merkt man aber auch, wenn sie gedrückt worden sind, was nicht so gut ist. Also Naruto sieht aber schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Auch ernst. Die Haare von ihm sind echt detailliert. Also das ist Naruto, schön mit dem Hokage-Outfit. Finde ich sehr cool. Hier unten sind noch ein paar kleine Sachen, damit man den gleich auf dem Stand packen kann. Das ist, glaube ich, meine erste Naruto-Figur, die ich habe. Muss gerade überlegen. Ja, das ist die erste Naruto-Figur, die ich habe. Ich habe One Piece, ich habe, na, selbstverständlich Dragon Ball, ich habe andere Games, My Hero Academia müsste jetzt demnächst kommen, aber Naruto habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Also, einmal Fuß, zweimal Fuß und so sieht dann die finale Figur aus. Finde ich cool. Das ist auch der einzige Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir nicht die normale Version. Solche Figuren hat man nicht alle, jedes Mal. Und ich finde Collector Editions Figuren sowieso immer sehr cool. Also, das soll es gewesen sein. Unboxing, mehr gibt es nicht zu sehen. Ich werde das Spiel jetzt installieren und wir sehen uns gleich wieder. Und dann reden wir ein bisschen darüber, was ich mit Naruto Tuburoto Shinobi Striker, was ich ab jetzt nur noch Shinobi Striker nenne,
eigentlich vorhabe und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Kommen wir dann mal zu dem, was ich mit Shinobi Striker auf dem Kanal vorhabe. Wie schon erwähnt, ist es so, dass ich das mir hauptsächlich wegen der Community gekauft habe. Aber vielleicht fange ich damit an, was ist Shinobi Striker überhaupt für diejenigen von euch, die es gar nicht kennen. Shinobi Striker ist kein übliches Naruto-Game, denn es bietet nicht wirklich einen Story-Modus. Es bietet zwar einiges an PvE, bedeutet Sachen, die ihr nicht online machen müsst, wo ihr solo unterwegs seid, aber es sind so Missionen, die zwar ein bisschen was an der Naruto-Geschichte erinnern oder ein bisschen was damit zu tun haben, aber es ist wirklich kein Story-Modus. Hauptziel des PvE-Modus ist eigentlich, dass ihr VR-Meister freischaltet, das heißt andere Charaktere, und von diesen ihre Moves lernen könnt für euren Charakter. Des Weiteren ist der Fokus wirklich auf dem PvP, das heißt Online-Bereich, wo man mit Vierer-Teams gegen andere Vierer-Teams in unterschiedlichen Spielmodi antritt. Sei es ein Team-Deathmatch, wo ihr einfach alle besiegen müsst, ihr müsst einen King of the Hill einen Punkt einnehmen und beschützen, oder ihr müsst einfach nur etwas beschützen, oder ihr müsst die Flagge von den Gegner holen. Also wirklich etwas, was man zusammen gut spielen kann, und genau deswegen habe ich es mir geholt und möchte mit euch in Streams zusammen zocken. Des Weiteren werden in nächster Zeit einiges an Videos dazu bei mir kommen. Ich gucke mir das Ganze mit den VR-Meistern an, das heißt, wird ein Video kommen, wie schaltet ihr alle frei, welche sind die besseren Klassen oder welche Klasse könnte zu welchem Spielstil passen, denn es gibt ja auch vier unterschiedlichen Klassen. Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler und Tank. Und gerade darauf freue ich mich, mit einem Team im Stream wirklich ein ausgeglichenes Team zu haben, denn die meisten werden natürlich Nah- oder Fernkämpfer spielen wollen, aber selbst die Tanks und die Heiler machen Spaß und sind auch unglaublich wichtig, um diese Matches zu gewinnen. Heißt, ich mache so kleine Breakdowns von den einzelnen Klassen, welche Skills zu den besten Klassen passen, wie ihr sie freischalten könnt und solche Sachen. Also ähnlich wie in Xenoverse 2 am Anfang, viel Tutorial, viel, okay, das könnt ihr machen, um besser zu werden, aber auch sehr, sehr viel mit euch gemeinsam. Das ist mein Hauptziel mit diesem Game und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Falls ja, lasst mir gerne natürlich einen Daumen nach oben oder schreibt mir gerne auch eure Kommentare, was für ein Format ihr euch vorstellen könnt. Weil ich denke mir so etwas wie die Refazer Games, nur ein bisschen anders. Bedeutet, ich mache einen Stream, ich sage Bescheid, hey Leute, wir werden dann einen Stream machen, und dann spiele ich mit drei Leuten aus der Community gegen vielleicht ein komplettes Team aus der Community von vier anderen Leuten. Ich muss aber noch schauen, wie das Matchmaking bei dem Spiel genau funktioniert. Es gibt das schnelle Spiel, es gibt Ranked. Ich werde auch wahrscheinlich so eine Road to S-Rank machen, wo ich versuche, mit meinem Ninja einfach in den höheren Rängen in der Ninja-Liga hochzukommen. Also viel, was man darum mit euch gemeinsam machen kann. Ich muss sagen, vom Gameplay her ist es eben kein Dragon Ball FighterZ. Es ist natürlich ein bisschen mehr auf Casual, ist vielleicht das falsche Wort, aber auf Reaktion und Teamplay ausgelegt. Also das Movement ist relativ interessant. Es ist ein bisschen komisch mit der Kamera, muss man sich dran gewöhnen, und auch überhaupt mit den Blocken, den Ausweichen und ähnliches. Ich habe jetzt ein bisschen gespielt, also am ersten Tag so 3-4 Stunden gespielt, um mich ein bisschen reinzufinden, zu schauen, okay, was bietet das Spiel im Allgemeinen, und ich muss sagen, es ist okay. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel für jeder ist, aber mein Hauptziel, und das kann ich immer nur noch wieder sagen, ist es, mit der Community das Ganze zu machen. Dafür habe ich es mir geholt und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wie gewohnt, wie und auch wie schon gesagt, schreibt unten rein, was ihr euch vorstellen könnt, wie ihr das Spiel bis dato findet, ob ihr da Bock drauf habt, und natürlich könnt ihr mir halt auch Formatvorschläge machen, wo ihr sagt, ey, das wäre richtig cool, das würde doch vielleicht Spaß machen. Und wenn ihr sowas lest in den Kommentaren, lasst gerne auch einen Daumen nach oben zu für den Kommentar, da dann weiß ich, okay, es gibt viele Leute, die tatsächlich sich dafür interessieren. Und natürlich freue ich mich wie gewohnt auf eure Kommentare und Meinungen. Ihr könnt euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder eine von meinen Playlists anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime Games und Fighting Games steht.